Ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part H1Z1. Hier wieder echt Chaos-Truppe am Start hoch 10. Mit dabei Bayerwald. Hallo. Fresh Fries. Hallo. Ich natz dich. Hallöchen. Alfier. Hallo. Meckball. Ja, hier. Und Zocker Andi. Hallo. Damit wir das Chaos auf dem ganzen Server wild verbreiten können, teilen wir uns in zwei Gruppen auf, strömen durch die Weltgeschichte und werden hier alles unsicher machen, was uns sicher zu machen geht. Deswegen teile ich jetzt im TS auf und dann starten wir los, würde ich sagen. Jo. So, pass mal auf hier. Irgendjemand schlägt mich schon wieder. Ich werde hier immer gehauen, das finde ich unfair. So, wir sind jetzt die richtige Gruppe. Ey, ob ich den mal im Pfeil im Kopf hier abkehre? Also, was jetzt denke ich mir, sollte ich nicht vielleicht auch Batterien und Sparkplugs mitnehmen, falls wir ein Auto finden? Falls wir ein Auto finden, kannst du machen. Gute Idee. Ich habe übrigens, wartet mal, ich habe noch meinen Shelter im Inventar. Das ist ja eigentlich jetzt ein bisschen Platzverschwendung. Ja, den brauchst du, glaube ich, nicht. Das stimmt, ja. Ich gehe mal hier in das Haus kurz gucken. Immer diese Diebe. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Plötzlich doch die Sparkplugs gehabt, ey. Ja, ja. Oh, ich war heute ja so produktiv, wa? Oh, hier liegt eine AK. Ich hab eine AK. Cool. Ja, gut. Ja, supi. Zwar ohne Moon, aber egal. Geil. Ja, kannst du dir ja dann notfalls craften. Oh, ach, guck mal, hier liegt Moon rum auch, ne? Warte. Hier auf dem Regal. Echt? Ja, hier hin. Nee, sieht ja echt wie die originale AK aus. Guck mal, hier ist Moon. Ich weiß noch nicht, welche Moon muss denn da rein? Dann kann man jeder mal im Inventar gucken. So, warte. Da muss rein 762. Ja, die habe ich auch nicht. Das, nee, die habe ich auch nicht. Die habe ich auch noch nie gesehen. Aber hast das du die Eifel? Du stehst so alleine. Ja, ja, ich musste nur gerade Internet-Connection wechseln. Ach so, hier, ich, das muss ich jetzt hier zeigen. Guck mal, wie schön die Gardinen hier sind. Hier hängen jetzt nämlich Gardinen in der Hütte. Oh, so. Tatsächlich. Das ist hübsch. Und die Lampen, hast du gesagt, ne? Die Nachttischlämpchen. Ja, genau. Nachttischlämpchen sind da. Gehen wir jetzt hier Nachttischlämpchen? Ja. Ja. Also das ist, die sind schon immer da. Vorher schon die Nachttischlämpchen? Nein, die sind irgendwie, das ist noch nicht so lang. Die kommen mir aber bekannt vor, auf jeden Fall. Also sie sind noch nicht, aber so lang sind sie noch nicht da. Habe ich die vielleicht zu Hause auch? Nee, zu Hause habe ich die nicht. Okay. Ist auf alle Fälle, es sind auch mehr Wassertürme da mittlerweile, ne? Also, ja? Also die haben schon immer, das steht dann halt immer nicht unbedingt in den ollen, daneben, du schaust mal, ich bin auch episch. Hast du jetzt schon Bogenschneckpol, wenn nicht im nächsten Ja, ich hab einen. Okay. Pfeile brauche ich nur noch. Scheiße, jetzt habe ich so einen blöden Wolf hier. Oh. Ich hab ne AK, wie geil ist denn das bitte? Ich, kann wahrscheinlich keiner verstehen, aber ich freue mir mega den Ast ab. Ich hoffe, ich finde noch Moon dafür. Und jetzt heißt es erstmal auf nach Cranberry und mal schauen, was wir so Schönes da finden. Ich muss mich erstmal angucken mit AK. Schick. Oh, hier ist noch eine Autobatterie. Solange ich Platz habe, nehme ich das mit. Das Zeug, kann man ja immer noch wegschmeißen. Ach, guck mal, hier ist eine Kasse, die ist offen. Ist ja lustig. 45er. Nee. Huch. Ach du Scheiße. 45er, oder? Ja. Mist, ich blute. Warte, ich komme. Oh, jetzt so, vielleicht sollte ich eher Pfeil und Bogen nehmen. Oh, jetzt ist es Scheiße. Ich muss mal eben mich irgendwie verbinden. Ich laufe mal kurz weg. Oh shit, ich glaube, wir haben so ein paar angelockt hier. Kacke. Ja, ich hätte vielleicht nicht schießen sollen. Ich hole Frucht. Ach, du hast geschossen? Ich gehe hier mal rein eben. Und natürlich kommen sie hinterher. Mist. Scheiße. Wo bist du denn überhaupt? Hier, ich komme wieder raus. Ich laufe mal zu euch zurück. Oh, ich habe eine Spritze ich hab gefunden. Ich habe 6 Schuss 45er für dich, Dame, falls du willst. 9 mm braucht sie. Geh weg, geh weg, na, geh aber weg. Für die 45er, für die 1911er. Wie viel da kommt da 45er rein? Ja, das kann sein, ich guck. Ach so, ja, doch, stimmt, da kommt 45er rein. Also, was ist Achtung, denn das schnell zu machen wieder? Oh. Bist du auch in der Polizeistation? So, ich renn jetzt. Ich wo bin, ist denn die Polizeistation Achtung, ich jetzt ungefähr? Auch rein. Ich mach dir auf. An der äußeren wir Straße. Ganz kurz jemand aufmachen. Ich ist auf. Ich kann mal aufs Dach gehen. Also ich bin jetzt genau bei der Kirche. Dann geh hinter diesen, also geh einfach, wenn du an der Tür stehst, geradeaus Richtung, ich bin hier auf dem Dach.
Scheiße. Vielleicht siehst du das, wenn du ein bisschen... Also da laufen jetzt auch Zombies. Zombies drin, ja. Zombies auf dem Dach. Ich sehe ganz, ganz viele Zombies. Ach so, ja. Leider haben wir uns tatsächlich getäuscht, von wegen hier sind weniger Zombies. Scheiße was, die buggen überall rein. Man ist eigentlich wirklich nirgendwo mehr sicher. Am besten, wir müssen hier weg. Ganz schnell, ganz weit weg. Töte gerade auch mal ein. Oh, und ich nehme mal Blut ab, dem Zombie. Ja, so. Man kann nie wissen, ne? Ich habe wieder eine schöne Fangemeinde hinter mir. Oh, ja, du bist halt sehr beliebt, ne? Oh Gott, ich sehe es, ja. Ich müsste... Oh, ich brauche auch wieder neue Pfeile, Mensch, sehe ich gerade. Ja, ich habe noch gar keine Pfeile. Ich habe auch keine. Ja, da brauche ich nicht reinschießen, das ist witzlos. Ja, jetzt verfolgen die dich aber alle. Das ist lustig. Jetzt mich. So, mit ja, aber ich glaube, wenn du ein Stück rausläufst, dann weißt, dann setzen die zurück. Dann werden wir können ja einfach weniger. Wir können auf der Brücke nach hinten und unter der Brücke zurück. Ja, aber ich glaube, die sind dann noch aggro, tatsächlich, wenn du... ich glaube, da ist der Weg zu kurz, oder? Seid ihr jetzt unter der Brücke? Was ist denn da hinten? Nee, ich bin auf der Brücke. Ich bin auf der Brücke. Aber ich laufe dann noch einmal zurück. Aber sie werden schon weniger. Guck mal, was ist da drüben? Da sind irgendwie aus wie ein Haus oder da so. Da drüben ist auf jeden Fall die Dammseite. Ach, ja. Oh, jetzt sehe ich dich. Wahrscheinlich mit ganz vielen Zombies, ja. Also, ich komme jetzt wieder Richtung Brücke. Ich glaube, ich habe ein paar Zombies hinter mir gelassen. Da. Die habe ich ausgesetzt im Wald. Mit denen werden wir auch noch hinter fertig. Hinter dir ist noch eine. Hoffentlich sieht das kein Zombieschützer, dass ich hier Zombies aussetze. Da kommt schon wieder der Nächste. Es gibt eine Anzeige da mal. Ja, dann kommt der Shitstorm, ne? Ja. Ich weiß schon. Na gut, komm, ich helfe euch mal. Da. Aber jetzt. Ja, super. So. Alle erledigt. Du alles. Erstmal eine Bandage reinfallen. Durchatmen. Da, wo seid ihr denn jetzt? Unten im Wasser, unterhalb der Brücke. Ja, ja. Warte, ich komm dann, ich husch mal hier runter. Ich folg mal den Leichen hier, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ich kann noch mehr Blut abzapfen, okay. Da hinten noch können noch ein paar kommen. Sonst laufen wir mal weiter, bevor da die nächsten kommen. Ja, also ich laufe jetzt auch durchs Wasser wieder zurück Richtung Cranberry. Da bin ach, ich auf dem richtigen Weg, da hinten läufst oder? Du dann. Ja, dann laufen wir da auch wieder. Wir sind auf der anderen Seite. Da sind halt wieder die Zombies, ne? Ja, aber die haben wir überall. Da stehen auch mehrere noch am Rand rum. Ich muss dringend pennen. Ja, ich wollte gerade sagen, also, ach so, na, dann müssen wir vielleicht irgendwie, da ist doch vor Cranberry diese kleine Wohnsiedlung, da sind doch Betten drin. Ja. Ja, dann laufen wir dorthin. Ja, da können wir dann unsere Wunden lecken. Ich würde jetzt einfach weiter durchgehend laufen, weil die werden dann automatisch weniger. Scheiße, Wolf. Haben die das wieder umgepatcht, dass man im Wasser jetzt schneller läuft wie vorher? Ja. Ne? Wo wollen wir hinlaufen, in diese kleine Siedlung dort? Ja, genau. Okay. Da finden wir auch ein Bett für Schneckbein. Ja, ich bin ganz erschöpft. Oh, habt ihr auf Twitter Zombies. Die Bilder gesehen vom Stadtpark? Da haben sie Bilder gepostet vom nahe, vom geplanten Stadtpark. Nee, hier echt? Hier kann man hier gleich Woodsticks mitnehmen. Oh ja, super. Sieht ganz cool aus, so mit so Bänken und ja, es ist ganz nice, cool. Auf jeden Fall. Ich bin ja mal gespannt, angekündigt ist die Map-Erweiterung ja für dieses Jahr noch, ne? Also. Wow. Ja, das wird auch relativ zügig passieren. Das denke ich auch, ja. Ach, guck mal, hier hat das Haus jetzt auch Gardinen. Mhm. Ach, schön, das ist richtig hübsch. Über so Kleinigkeiten freut man sich dann, ne? Ich kann mich da auch. Die Türen zu. Ja, ich kann mich da auch echt drüber freuen. Hoppla. Oh. Ich kann mich da auch echt drüber freuen, über so Kleinigkeiten. Mann, jetzt macht er die Tür zu. Mach das auf! Komm! Ja, warte, da kommen aber gleich hinter mir welche.
Einer ist rein. Einer ist rein. Ja. Zwei sind oben. Oben? Wie auch immer, die sind nach oben gebackt. Okay. Ich geh mal raus und mach die draußen fertig. Ah, ich hab die schon fertig. Ich stehe hier gerade also komisch auf dem Tisch und kann irgendwie nicht so richtig mehr was machen. Nö, ja, passt schon. Ja, du guckst irgendwie die Zimmerdecke an. Warum auch immer du das tust. Ja, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ist das so bequem, die Zimmerdecke? So schöner Stuck oder so vielleicht, weißt du? Ach, guck mal, wie schön. Hallo. Ah. Jetzt bist du runter. Ja, jetzt geht's auch wieder. Super. Okay, dann gehe ich mal hoch. Da wird er wohl im Bett sein. Ja, bestimmt. So, letzter Zombie erledigt. Sehr gut. Hab ich noch Blackberries? Oh, das ist Fenster zerschlagen gerade. Das war ich. Das macht Lärm. Ups. Das ist echt cool. Hier sind andere Klobrillen wie in den öffentlichen Toiletten. Das finde ich total lustig, ey. Ja. Da man beobachtet die Klobrillen. Ja, das ist doch lustig. Gibt's ja auch so welche mit Bildern. Na, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommt sowas ja noch. Bis jetzt habe ich es noch nicht entdeckt. Dann ist mein Bild auf dem Klobrillen. Also, ich war mal so das. Ich glaube nicht. Ich erwarte schon einiges hin. Naja, aber du solltest ja vielleicht eben sein Bild auf. Also, man sollte sich schon andere Ziele stecken, als auf einer Klobrille zu erscheinen. Du, die Leute scheißen dann auf dich, ne? Das würde ich mir überlegen. Ja, die scheißen ja hoffentlich nicht auf mich, sondern ins Klo, ne? Naja, aber. Da lasse ich dir gern den Vortritt. Also ich möchte nicht auf irgendwelchen Klobrillen vertreten sein. Wollen wir mal hier zurück zu unserer alten Base ja. Und da Richtung Kirche und Tankstelle und da, da stehen auch manchmal Autos. Ne, da können wir doch eigentlich auch mal eine Runde gucken gehen. Können wir gleich mal machen, ja. Tja, das war eine Folge mit, keine Ahnung, Klobrillen, AK-47, Scheiße und keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was in der nächsten Folge passiert und was wir noch so erleben und was für Sprüche der Fresh Fries noch so für uns auf Lager hat. Möchtet ihr euer Gesicht auf einer Klobrille haben? Nee, oder? Macht's gut, bis zur nächsten Folge, eure Schneckball!